Vincent Kaplan, warum haben die guten Vorsätze für das neue Jahr nur gerade rund 2,5 Minuten gehalten? Schwierig zu sagen. Ich glaube, wir reden schon lange, wir reden viel. Wir sagen jeden Tag, dass wir viel ändern müssen. Dass wir anders auftreten müssen, dass wir zusammen gehen müssen. Wir schauen die Sachen im Training und wir machen etwas komplett anderes im Spiel. Wie gesagt, es ist schwierig. Wir wissen, wir müssen einiges ändern. Wir reden darüber, aber es passiert schlussendlich nichts. So wissen wir es besser. Was muss jetzt passieren nach 5 Niederlagen schon wieder? Ja, wenn wir das wüssten, dann würde das Interview heute anders aussehen und das Spiel auch anders aussehen. Wir suchen nach Lösungen, aber wir finden keine. Wie gesagt, wir reden viel jeden Tag. Stimmen alle zu dem, was wir sagen, aber schlussendlich müssen wir das nicht umsetzen auf dem Eis. Es ist schwierig, es tut weh. Es ist etwas, was uns beschäftigt jeden Tag. Egal wo wir sind, wir im Training, zu Hause, irgendwo unterwegs. Es geht uns nicht anders durch den Kopf. Jedes Mal, als wir die Tabelle sehen, wir sind ganz unten und dort gehören wir nicht hin. Aber solange wir nichts ändern, wird es nicht besser.